Heute starten die Frisolo Masters. Das ist ja doch eigentlich eine Weltpremiere. Sowas auf einem Hauptplatz mit einer mobilen Kletterwand und einem Big Airbag. Die Idee der Kletterwand, die kommt eigentlich von mir. Ich wollte eine leicht montierbare und betriebsbereite Kletterwand. Und da bin ich dann auf das Konzept gekommen, mit dem Zusammenklappen, so wie die jetzt funktioniert. Die ist easy zum Transportieren und die ist innerhalb von einer Stunde aufgebaut. Die erste und die zweite Route ist drinnen und der David und der Leo, die sind gerade dabei, ein Semifinale zu schraufen. Bei der ersten Route, die wird so in unteren 8. Schwierigkeitsgrad sein, die zweite im oberen 8. und dann steigert sich immer so weiter. Die Kletterer klettern ohne Sicherung bis auf 13 Meter Höhe auf und müssen dann ins Big Airbag springen. Ich bin einfach gerne dabei und glaube mal, wenn ich da vorklettern kann und ein bisschen die Runden schrauben. Happig! Ich hab einen Klettern und Krampf gekriegt. Wahnsinn. Und auf dem Airbag landen. Es gibt nichts Feineres. Ja, brutal steil. Brutal steil. Jetzt schlägt er nicht okay. Da es ein On-Site-Wettbewerb ist, also man hat nur einen Versuch, kommt es dann darauf an, wie gut die Kletterer klettern, ob sie die Kletterei gleich beim ersten Versuch untersetzen. Weil wenn es dann ziemlich technisch wird beim Klettern, dann muss man vielleicht zwei, dreimal umgreifen. Das kostet natürlich alles Kraft. Es ist so, auf Plastik zu klettern, ist für uns Osttiroler immer besonders schwierig. Wir haben relativ wenig Trainingsmöglichkeiten, also uns fehlt einfach eine Kletterhalle, wo man das wirklich oft und viel machen kann. Ja, die Finalroute war ziemlich schwer, ziemlich zart. Die hat in der Mitte eine Stelle drinnen gehabt, das war so eine Boulderstelle, wo man einfach mal durchreißen hat müssen. Ich habe es ein paar Mal probiert, habe versucht, eine andere Lösung zu finden, aber bin dann abgetropft. Aber ich denke, in Summe durch die vorigen Bewerbe hat es dann doch gereicht. Die Routen sind natürlich von Route zu Route schwieriger geworden. Es war nicht leicht, die richtige Mischung zu finden zwischen Schwierigkeit, die gefordert wird und Schwierigkeit, die die Athleten auch klettern können. Augen zu und auf! Die letzte Routen waren einfach so schön zum Klettern.
es war einfach ein unglaubliches Gefühl. Die ganze Menge hat so getobt. Schneider, Komeyama. Nein, es ist so lässig. Es ist mir nicht ums Gewinnen gegangen. Ich wollte einfach gleich da herfahren, Spaß haben, klettern mit den Kollegen und es war der Wahnsinn.